2015 ist es von der UNESCO sogar zum immateriellen Kulturgut ernannt worden, das deutsche Schützenwesen. Dennoch scheinen Schießsport, Schützenfeste und Marschmusik für viele ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die Mitgliedszahlen in Schützenvereinen sanken jahrzehntelang. Doch, da gibt es jetzt offenbar einen Gegentrend. Gerade junge Leute treten wieder vermehrt ein. Zum Deutschen Schützentag war Marie Schiller mittendrin im Schützenland Niedersachsen in Walsrode und hat sich von einer jungen Schützin erzählen lassen, was sie an ihrem Sport und Kulturgut so fasziniert. Mehr als 2000 Schützinnen und Schützen aus ganz Deutschland sind an diesem Wochenende nach Walsrode gekommen. Mit dabei ist auch Jana Meinheit, 20 Jahre alt, seit mehr als 10 Jahren im Schützenverein. Das Schützenwesen zeichnet, glaube ich, echt aus, dass es so den Sport und die Tradition verbindet. Ich glaube, das ist in wenigen anderen Sportarten so eng beieinander irgendwie. Jana Meinheit kommt aus Vierde, einem 250-Seelendorf. Schon ihre Großmutter war hier im Schützenverein, dann ihr Vater und jetzt auch Jana. Also am meisten fasziniert mich echt die Challenge mit sich selber, dass man wirklich jedes Mal probiert, irgendwie sich zu verbessern oder einfach, weil es auch auf so viele Faktoren halt ankommt und eben eine hohe Präzision notwendig ist. Die Studentin schießt mittlerweile in der ersten Bundesliga, trainiert in Hannover. Hier in ihrem Heimatverein kommen jetzt immer mehr Mitglieder dazu, 26 allein in diesem Jahr. Die meisten sind Jugendliche. Ich glaube, viele Vereine haben lange Zeit zu sehr an ihren festgelegten Regeln, an den Spielregeln, Ritualen festgehalten und haben versucht, die Kinder Kinder und Jugendlichen in diese Richtung zu treiben. Und das haben wir nie. Bundesweit sind im vergangenen Jahr fast 8% mehr Kinder und Jugendliche in Schützenvereine eingetreten. Kartenspielen, Quatschen und Lachen, das ging wegen Corona lange nicht. Doch jetzt können sie sich im Vereinsheim wieder treffen. Na, so kannst du den anderen noch. Kritik an Schützen, wie zuletzt nach dem Amoklauf in Hamburg mit 8 Toten, beschäftigt auch Jana, denn der Täter war ein Sportschütze. Die Tat hat ja also nichts mit Sportschießen zu tun, aber wird natürlich dadurch jetzt sehr direkt mit uns in Verbindung gebracht. Aber auf der anderen Seite halt auch so, ja, was so Waffenrecht angeht, dass man da halt schon vorsichtig ist. Die Waffen der Mitglieder sind Vereinseigentum, werden hier im Schützenhaus sicher aufbewahrt. Neben dem Sport steht hier die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Und vielleicht ist es genau das, was viele junge Menschen an den Schützenvereinen so schätzen.